hallo, die Hässlichkeit, wie geht es dir so? Hallo, Mülltüte. Was heißt hier Mülltüte? Ich war gerade beim Metzger. Ich weiß zwar nicht, warum ich es weiß, aber ich war dort. Ach. Dort kriegst du also dein Make-up her. Kein Wunder. Warum? Nagellack wird doch auch dort gemacht. Ach. Wieso sollte ich auch rot nehmen? Ich will rein sein, nicht schmutzig wie du. Also willst du auch weiße Augen haben? Ich will rein sein. Sagte die, die ein bisschen gelb im Haar hat. Nein, nein, ich will es dir zeigen und auf Kamera festhalten. Wow, lame. Du sagtest, du willst rein sein, aber du hast auch noch Silber im Fell. Das ist die reinste Farbe von allen. Ich dachte weiß. Im Gegensatz zu deinen Nase, diesem grünen T-Shirt. Da. Es ist wärmer, als es aussieht. Ebenso bin ich modebewusst und kann wenigstens im Gegensatz zu dir das Mode tragen. Das ist deine Dienerin früher mal als Kind trug. Sie ist keine Dienerin! Baby, ich bin vollkommen Mode. Tweety. Ha! Daran erkennt man, dass ich ein Fan eine bin. Eine sterbende Zombie-Tweety. Also bitte. Ich habe schönes Fell, sogar mit Federn. Im Gegensatz zu dir. Ach, deswegen sieht es zum Anknabbern aus. Wie bitte? Ich hab Vogel ganz lieb. In meinen Zähnenbereich. Ich bin schöner als jeder Vogel. Und weißer. Ich mag Frauen lieber. Die haben zwar ein bisschen weiß drin, aber die haben schönes Federschmuck. Niemand kann es mir gleich machen. Ich hab sogar schon den Schönheitswettbewerb gewonnen. Wo, in der Mülltüte oder bei den Katzen? Wie bitte? Bei den Katzen oder bei der Jury? Bei der Jury, natürlich. Aus was bestand die Jury? Hier aus dem Kuscheltier oder im Pokémon? Pokémon. Echt? Die bewerten alles, was schrecklich hässlich ist. Was? Weil Waldgecko hat nicht einen coolen Wettbewerb gewonnen, deswegen. Bitte, please, du brauchst doch nur Hilfe von Menschen. Pokémon-Attacken bewirken nichts gegen mich. Ich hab ein Schild außer geklauten Magie. Ich frag mich, was passiert, wenn ich schwarze Magie gegen dich anwende. Oder warte. Eisstrahl! Mondgewalt! Würdest du aufhören, mich zu schlagen? Wieso? Hast du Angst? Nein, in den Kommentaren wird bestimmt stehen, dass du mein weißes Fell nicht beflecken sollst mit deinen idiotischen Angriffen. Meine idiotischen Angriffen? Ich korrigiere genau mich. Die schwarze Magie lernt. Mein Fell ist wenigstens noch weiß. Ja, da ist ein gelber Fleck. Was ist das schwarze? Achso! Und sag genau die, die ihre eigene Rotze ist. Ich bin eine Katze, das ist normal. Würdest du bitte aufhören, wahllos und sinnlos durch die Gegend zu schlagen? Das hört sich ziemlich idiotisch an. Sag genau die richtige, die mehrere deine Volksleute umgebracht hat. Das sind nicht meine Volksleute. Das sind meine Sklaven. Achoo! Ich glaube, ich bin gegen Dummheit allergisch. Ja, gegen deine eigene. Welche eigene? Ich habe gehört, dass du kein Gehirn besitzt. Na und? Ich kann trotzdem intelligent sein. Nein. Doch, doch. Ich meine, irgendwie müssen die zwei Menschen auf zwei Beine rumlaufen können. Ew. Du
stinkst. Nach Katze? Nein, nach verrottetem Fleisch. Oh, das ist meine Seele. Könnte ich sie mir mal anschauen? Ja. Und? Ja, sie sitzt vor dir. Ist sie so klein? Weil das bin ich, als ich ein Kätzchen war. Gut. Und wo ist das verrottete, dunkle Etwas, das ich gerade vor mir habe? Das Kleine? Wo ist dein verrottetes, altes Herz? Mein Herz? Ja. Wurde aufgefressen. Keine Ahnung noch von wem, aber es wurde aufgefressen. Vielleicht meine Seele, da schlägt nämlich ein Herz. Blub, wieder drin. Und was jetzt? Ich will mich echt nicht mehr mit dir abtun. Diese Hässlichkeit. Ist ja genau die richtige.